man muss dann halt so und so nach und nach das erobern, immer neue Ziele, wie soll ich das beschreiben, egal. Man kriegt halt so eine Art Ziel, geht dahin, plättet dann seine Gegner und plättet das Ziel und so weiter. Und wenn man dann erfolgreich angegriffen hat, oder wenn die Zeit um ist, dann kommt die andere Gruppe dran und die muss dann unter der Zeit von den vorigen Angreifern sein. Oder sollte es eben schaffen, dann gewinnt sie. Und wenn sie es nicht schafft, gewinnen wir als Angreifer. Egal, wir fangen jetzt einfach an. Wir befinden uns im Angriff. Wir haben hier ein schönes kleines Sniper. Aber ich wechsle lieber erstmal auf Minigun. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt schon ab? Okay, da hinten sind sie schon. Stehen da und versuchen hier uns Platz zu machen. Am besten, wir gehen da mit dem Rocket Launcher drauf. Scheiße. Das erste Ziel ist, diese Barrikade zu zerstören. Dazu haben wir gerade versucht, den Rocket Launcher zu benutzen. Die hat eine gewisse Lebensanzeige, wie man sieht. Und die wird gerade von uns zerstört. Oder wird zumindest versucht, dass wir sie zerstören. Gibt's da auch eine Flak? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Au, fuck! Ich habe nicht gedacht, dass der noch auf mich zieht. Der Wiedereinstieg dauert hier ein paar Sekunden länger. Ja, ja. Ich würde mich gerne teleportieren. Kann ich nicht. Scheiße. Okay, ich kann mich nicht zum nächsten Punkt porten. Ich muss leider den Weg noch zurücklegen. Oh Mann, ihr Spasten. Oh Gott, wie schlecht. Ich sollte doch lieber auf Minigun wechseln. Oh Mann, die haben jetzt schon den vorderen Außenposten hier zerstört. Ich komme gar nicht hinterher. Na egal, ist ja nicht so wichtig. Na, da hätte Munition gehabt, aber egal. So, und jetzt kommt die Stelle, wo man am längsten hängen bleibt, nämlich die heftigste, die zwei Torschlösser zerstören. Die anderen zwei gehen so schnell vorüber, dass ich mich dann die immer nicht erinnern kann. Vor allem machen das meine Kollegen meistens. Ach, fick dich! Dass der mich da einfach mal kriegt, das war jetzt echt mies. Wieso sind wir jetzt so... Ja, okay, ist normal. Wir sind immer so weit weg am Einstieg. Oh, shit, wir haben nicht mal einen Minigun, Mann. Okay, gut, egal. Wir stürmen davor, guckt, ja, sie haben schon auf ein Torschloss schießen können. Aber die stehen halt direkt vor dem Torschloss, das heißt, verdammt schwer, da überhaupt drauf zu schießen. Und die Penner schießen hier mit dieser scheiß Sniper. Und ja, wir überleben nicht mal lang genug, um zum Torschloss zu kommen. Wir ballern einfach wie bekloppt hier rum und jetzt zielen wir mal hier mal auf die Dinger. So, okay. Das war ja jetzt wirklich sehr effektiv. Okay, das eine Teil ist schon fast kaputt. Wow, hey, ihr geht ja voll ab. Nein, es lebt noch. Also das Teil ist noch ganz genug. Aber wir kriegen es eh. Das schaffen wir. Wir müssen halt so schnell wie möglich sein. Es geht alles auf Zeit. Denn je mehr Zeit wir brauchen, desto mehr Zeit haben die später auch. Oh, der war schön. So, und jetzt sagt gute Nacht. Das erste Torschloss ist zerstört. Nee, die haben eine Flak. Ich will auch eine Flak. Ah, fuck. Mann, oh. Wo sind meine Kollegen? Okay, die machen ja gerade alles. Hey, wir haben es gleich geschafft. Und dann ist das Ding jetzt zerstört. Und die Tür ist offen. Oh, verdammt, noch nicht. Das Ding ist noch ganz leicht am Leben. Aber gleich haben wir es. Ihr Penner, ihr schafft das nicht, uns zu erledigen. Wir werden euch... Oh, wir haben einen getötet. Fick dich! Ich hasse diese Schock-Kombo. Oh. Das war ein Drecks-Lackschat von dem. Ich achte doch nie drauf, ob da jetzt hier eine Schock-Kombo angeflogen kommt. Das ist das mit dem komischen... Erst diese komische Kugel und dann ein Strahl reingeschossen. So, kriege ich auch mal eine Flak, bitte? Oh, wir haben es geöffnet. Ah, ich glaube, man kann... Na doch, man kann sie auch als Angreifer porten. Und wir haben die Flak. Und jetzt kommt Kommandozentrale zerstören. Alle gehen den Weg, dann folge ich denen mal. Die handeln hier alle so schnell wie möglich, so wie es sein sollte. Ich finde, die sind eigentlich recht intelligent für KIs. So, jetzt müssen wir uns da hinstellen und... Erstes Ziel erreicht und wir kommen da nicht durch. Scheiße. Wo sind unsere Kollegen? Alle tot oder was? Ah, fuck. Voll daneben. Diesmal von mir voll daneben. So, okay, wir haben noch ein Ziel, Mann. Wir selbst haben schon zwei Ziele erfüllt. Und es sind noch über 5 Minuten. Und okay, die Hälfte haben wir schon infiltriert vom zweiten Punkt.
Aber das, ja, die Hälfte hier haben wir schon an Sprengstoff angelegt und so. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir es geschafft. Kommt schon. Hier kommt... Oh Gott, nein! Ich war mir so sicher, dass ich da einfach durchspringen kann, aber nee. Die spacken hier total ab. Wo sind meine Leute? Ja, die kommen alle. Immer dann, wenn ich tot bin, kommen die. Ich habe irgendwie ein seltsames Timing gerade im Moment. Na egal. Man kann da nach vorne ausweichen. Wie ihr seht, gibt es hier übrigens kein Adrenalin. Fällt mir gerade erst auf. So, eins. Da sind die und... Jawohl. Ja, wir haben gewonnen. Dadurch, dass wir hier Barktuf oder Karak, was auch immer war, geschützt haben, hat der kurz mal hier noch die letzten Sprengladungen angelegt, während alle auf mich geballert haben. So, jetzt fangen unsere Gegner an mit Angreifen hier. Rotes Team greift an. Und wir müssen verteidigen. Die Gegner haben halt nur 5 Minuten Zeit. Oben sieht man übrigens, hier oben sieht man in Rot. Wenn es rot ist, dann sind wir noch besser als die. Wenn es grün ist, dann sind die besser als wir. Ach, ich habe eine Flag Cannon. Ich stürze mich in den Nahkampf. Ihr könnt euch ruhig auf den Fernkampf stürzen. Oh, fuck. Das hier geht immer so schnell, dass man ja eigentlich gar nicht mitkommt. Ja, daneben. Was passiert eigentlich immer? Oh. Egal. Das Ding ist noch fast unverletzt. Das ist gut. Denn wir sind damit gar nicht schlecht. Die haben noch 10 Sekunden Zeit und das schaffen sie nicht. Also die haben schon mehr Zeit, aber wenn sie jetzt in 5 Sekunden das Ding noch erledigen, sind sie in guter Zeit. Wenn nicht, dann... Ach so. Nein, natürlich. Wenn es rot ist, dann heißt das, dass die schlechter sind als wir. Und wenn es grün ist, sind wir besser als sie. Ja. Ist ja logisch, ja. Und ihr schafft es nicht, das Ding zu zerstören, ihr Penner. Nein, verpiss dich. Okay. Wir können die Barrikade selber nicht zerstören, als Verteidiger natürlich. Auch nicht aus Versehen. Aua. Ja, ja, jetzt hier halt. Ich will Wiedergeburt. Danke. Oh mein Gott, alles in die Luft geflogen. Okay, porten. So, ich wurde geportet. Mit der Q-Taste kann man sich da ganz schnell porten. Also mit der Taste, mit der man auch normalen Translocator auswählt. Und jetzt sind wir hier und müssen... Was müssen wir denn? Hier den vorderen Außenposten verteidigen. Das ist unsere Penner.